So, meine Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Roleplay-Video hier auf diesem Kanal. Freunde, danke erstmal, dass ihr jetzt überhaupt eingeschaltet habt. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr jetzt mir hilft, die 300.000 Abonnenten zu schaffen. Wir sind hier kurz davor. Lasst einfach ein Abo da. Wir machen jetzt auf jeden Fall die Geschichte vom Killerküken weiter. Ich bin jetzt nämlich hier beim Rick eingezogen. Er ist hier schon am Schlaf. Und dann wecken wir ihn erstmal auf. Moin, Rick, was geht? Was geht ab? Okay, komm, Bro, wir müssen jetzt zur Schule, ne? Ja, ja. Ey, ich weißt du? Ja, mega, weil wir bekommen ja heute ein paar neue Schüler. Ich bin mega gespannt, weil die anderen haben uns gar nicht gemocht. Vielleicht tun die uns jetzt alle mögen, weißt du? Man kann ja nie wissen. Ja, ja, ich mach kurz richtig, ja? Warte, ja, mach okay. Mal, okay. Freunde, wir genießen jetzt auf jeden Fall ein bisschen das Wetter. Es sieht heute sehr, 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 sehr schön aus. Die Sonne scheint. Wir haben 8 Uhr morgens. Es ist so chillige 18 Grad. Wir werden jetzt dann zur Schule laufen. Und ich freue mich mega, ein paar neue Leute kennenzulernen. Hast du das Frühstück von uns mitgenommen für die Pause? Ja, ja. Sehr gut. Lass dann einfach das in der Pause essen. Freunde, unsere Schule ist mega cool. Wir haben gestern Leute bedroht, damit die unbedingt mit uns befreundet werden. Oh, der ist ja neu. Hey, du bist ja neu bei uns, oder? Ja. Und wie geht's dir so? Warte mal. Was ist los? Warum habt ihr beide eine so dumme Spitzhacke kurz? Was ist da dann so schlimm? Nein, Spaß. Hey, Jungs. Habt ihr Bock, mit mir in der Pause zu chillen? Ja, gerne, Mann. Hofft nicht! Hey, Junge, du siehst so richtig, weißt du was? Ey, tut mir leid, okay? Ich sehe dich zum ersten Mal, ja? Aber du siehst so richtig, richtig blöd aus. Weißt du, ich meine? Ey, Bro, guck mal. Du bist ein Küken, richtig? Ja. Wie lange bist du, ist es her, dass du geschlüpft bist? Keine Ahnung. Ja, Bro, wieso hast du noch deine Schale an? Die ist pink. Ey, lass gehen, geh mal weiter. Junge, ich will nicht mit dir reden, Mann. Schau mal, wie der ist. Weißt du, er ärgert mich voll. Ich habe gar keine Lust auf ihn, Mann. Oh, Mann, Alter. Was ein Blöder. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und zwar, wir haben heute eine neue Mitschülerin, ja? Ich stehe vor der Tür, ich hole sie mal rein. Das stellt sich auf jeden Fall bei euch vor. Ey, Bro, seit wann haben wir einen Küken in unserer Klasse? Digga, ein scheiß Küken, wie sieht denn der aus? Alter, was ist los mit euch, Mann? Seid mal leise. Senden auf den Plätzen mal bitte ruhig sein, ja? Hallo, komm mal vor. Hallo. Wie heißt du denn? Ich heiße Tina. Tina, stell dich mal der Klasse vor. Hi, ich bin Tina, 19 und vor kurzem hierher gezogen und ja. Okay, cool. Der Lehrer? Ja. Kann ich den Sitzplatz mit der Blaumütze tauschen, weil ich habe schlechte Augen und die Brille bringt nicht so viel. Nee, du bleibst da sitzen, wo du bist. Alter, ey. Aber ich kann nicht so gut sehen. Nein, du bleibst da sitzen. Er will nur neben dem Mädchen sitzen, hast du gemerkt? Ich weiß. Der Typ will sie klären, aber weißt du, ich habe ja mir vorgenommen, dass ich sie klären will. Ey. Also, muss ich dich an den Stuhl anbinden? Setz dich mal auf deinen Platz. Okay, dann würde ich sagen, ihr habt in circa 2 Minuten Pause. Ihr könnt jetzt schon mal ein bisschen früher gehen, weil ich heute gute Laune habe. Daher geht in die Pause. Wir sehen uns in 20 Minuten nochmal, ja? Okay. Willst du, dass ich dir die Schule zeige? Ja, von mir aus. Alter, Bro, erklärt sie sich halt wirklich mal. Was soll ich denn machen, Digga? Komm mit. Eine Frage kurz. Hallo. Hast du Lust, dass ich dir die Schule zeig oder so? Sorry. Nein, das mache ich schon. Ja. Sorry. Ja, anderen mal vielleicht. Ja, okay. Alter, aber coole Mütze. Ja, danke, das ist meine Schale. Ey, Bro, der wird sich jetzt safe klären, Digga. Was ist das denn, Mann? Komm mit, ich hab eine Idee. Ja? Komm mit. Was ist denn los? Ich werde dir helfen, sie zu klären, okay? Aber was sollen wir denn genau machen? Weil er versucht, sie doch schon gerade zu klären. Ich habe eine Idee, wir haben ja Waffen, oder? Oh nein, das machen wir nicht so, ey. Diesmal nicht. Und wieso sitzt du überhaupt? Steh dich doch mal hin. Mir geht's nicht so gut. Guck mal, ich werde das jetzt diesmal so machen. Ich werde das Mädchen ganz normal klären, weil ich sehe es nicht ein, dass ich die Leute nur mit Waffen so kläre und so, dass sie mich nur so mögen. Ich werde einfach mit dem Mädchen dann nach der Schule vielleicht irgendwo hin spazieren gehen. Ich versuche sie dann dort anzusprechen, ob sie mir ihre Nummer gibt. Okay, gute Idee. Und wenn sie mir ihre Nummer gibt, dann gehe ich dann später mit bei dem Restaurant irgendwo essen, okay? Alter, das wird mega cool. Ja, danke, Bro. Ey. Bro, da kommt ja schon wieder das blöde Küken. Wer hat das gesagt? Digga, du stinkst hier voll nach Scheiße. Geh nicht mal duschen, Junge. Digga, was willst du, Mann, ey? Ich hab doch gar nichts gemacht. Natürlich, du stinkst. Warum bist du nicht im Wasser? Hallo, was ist denn hier los? Herr Leder, die mobben mich schon wieder. Hä, das stimmt. Wir haben gar nichts gemacht. Aber warum haben wir einen Küken in unserer Klasse? Warum nicht?
warum, nenn mir einen guten Grund, wieso wir keinen Kügel in der Klasse haben sollten. Er ist doch auch nur eine Person, oder? Weil er dumm ist. Ist so, der ja, ich geb dir gleich eine Schelle, Mann. Ja. Nee, alles gut. Du gehst zum Direktor und das jetzt. Ja? Alter, ganz ehrlich, Mann, so Mann, asozial wie du bist, Mann. Hey, Mann, du musst da jetzt zum Direktor. Und du auch. Hä? Jetzt zum Direktor. Nicht diskutieren. Mann. Ey, wie ehrenlos, Mann. Danke, Herr Leder, nochmal, für dass Sie uns beschützen. Gar kein Problem. Oh, Mann, Mann, Mann. Ey, Rick, komm mal mit, Bro. Ich will mal gucken, wo das Mädchen ist, weil ich glaube, sie ist jetzt alleine. Dann kann ich sie mal vielleicht ansprechen oder so. Vielleicht ist sie hier oder so. Ich weiß nicht. Denkst du, die ist da hinten? Oder hier? Schade. Ich glaube, die ist hier links. Ich hab gerade was gehört. Ah, hallo. Hi. Wir wollten, also ich und Rick wollten dir was zeigen. Möchtest du mitkommen? Dass nur wir beide kennen diesen Ort hier in der Schule. Eigentlich wollte ich ja gerade eine Schlange zeigen. Alles gut, ich hab auch zu Hause eine Schlange, es ist in Ordnung, muss mir keine zeigen. Ach so, ja, dann können wir ja uns mal treffen und unsere Schlangen zeigen. Ja, ich gehe. Aber ich glaube, ne? Sie möchte gerade eher mit uns abhängen. Also Junge, rede nicht mit mir, ja. Warum nicht sie denn? Hallo. Heute nicht. 18 Uhr, ja? Ja, aber nein. warum zwingst warum du sie? Aber warum zwingst ich du sie rede denn das? Nicht mit dir. Ja, und sie redet nicht mit dir. Komm mal mit, komm. Komm mit. Schau mal, ich möchte dir ein bisschen die Schule zeigen. Hier haben wir so Toilette, so für Mädchen. Und ja, ich und Rick sind beste Freunde. Du kannst sehr gerne mit uns in der Pause abhängen. Und schau mal zum Beispiel, das ist halt unser Pausenhof. Wo wohnst du eigentlich? Irgendwo, ich habe nicht wirklich ein Haus. Ah, okay. Ja, wenn du möchtest, kannst du ja nach der Schule zu mir und Rick kommen, weil wir wollten dann noch was essen gehen bei dem Restaurant da hinten. Und geht alles auf mich, kein Problem. Warte, komm mit. Was denn? Du musst kurz reden. Ja, Bro. Warum lässt du sie bei uns einziehen? Wie bei uns einziehen? Nein, nur so, dass sie uns besucht, nicht einziehen. Okay, gut, ich dachte schon. Nein, Quatsch, Digga. Also, wir machen das jetzt so, du kommst einfach nach der Schule mit uns mit, oder? Ja, kann ich machen, ich habe eh nichts zu tun. Ey, und ich wollte dir nur sagen, dass du mega süß aussiehst und deswegen kriegst du hier so ein, ja. Danke. Das ist echt süß. Ja, bitte, komm, wir haben jetzt Pause wieder aus. Okay, Freunde, ich glaube, das läuft schon mal ganz gut, dass ich sie klären will. Aber dieser Agent Jonas, ne, der ist so böse, Mann. Vielleicht möchte er nicht, dass ich sie kläre. Alter, was ist jetzt schon los, Mann? Was willst du? Warum stehst du... Junge, geh weg! Lauf weiter, komm! Ja, mach doch Platz frei, stehst hier so blöd rum, ey, ganz ehrlich. Hast du Angst vor ihm? Nein, ich habe keine Angst vor ihm. Weißt du, wir sind sowieso stärker. Wir haben ja unsere Waffen und so. Aber ich habe Angst, dass er mir das Mädchen klärt. Mach dir nicht. Ich werde dafür sorgen. Denkst du? Ich weiß es nicht, Mann. Weil vielleicht klärt er sie dann. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Okay, sehr gut. Also, Schüler, wir machen eine Pause. Schön, gut. Habt ihr gegessen, getrunken? Ja, war sehr gut. Darf ich kurz was sagen, Herr Leder? Ja, komm vor. Und zwar, ich finde es wirklich abscheußlich, wie viele, also, dass die Schüler manchmal hier so mich zum Beispiel so schlecht behandeln, nur weil ich ein Küken bin. Und sie wissen, sie kennen ja meine Geschichte. Und ich würde dass sie gerne mal denen jetzt sagen, ob sie mich hassen oder ob sie mich mögen. Also, Schüler, ja? Ihr müsst euch nicht lieb haben, ihr müsst einfach nur miteinander klarkommen. Wer von euch hat ein Problem mit dem Herrn Küken? Ich. Ja, dann komm mal vor, wenn du ein Problem hast. Komm doch vor, wenn du ein Problem hast. Ja, komm, Junge, komm. Ja. Alter, warte. Und ich alle nicht. Küken. Ey, Jungs, mach mal Platz. Küken, ich möchte was sagen. Alter, du bist nicht cool damit, was du da gemacht hast. Alter, einfach nur, klar. Hat mich angerübst. Tina, findest du das cool, wenn andere Leute mich anrübsen, nur weil ich ein Küken bin? Auf eure Plätze. Nein, schau mal, sie mag sowas also nicht. Alter. Aber magst du denn auch Leute, die so komisch rund sind und so richtig hässlich? Nein. Guck mal, ein Küken. Hast du schon mal einen Küken mit einer Schlange gesehen? Nein. Also, was willst du mit dem anfangen, ja? Gar nichts, guck. Herr Leder, wir haben schon Schule aus und die machen so viel Kacke. Also. Du kriegst einen verschärften Verweis. Du und du auch, hä? Ja? Hä? Warum? Weil ihr warum? Das Thema Mobbing das nicht unterhalten könnt. Nein, ja, ihr mobbt mich einfach alle Schule ohne Grund. Das macht doch gar keinen Sinn. Junge. Also was scheiß Küken? Scheiß Pferd, Alter. Wir können alle unterwegs auch verlassen. Wir sehen uns morgen um 8 Uhr. Tina, kommst du mit? Wir wollten uns doch verabreden, ne? So, ja. Ich bin mega gespannt. Danke, also, dass du mir überhaupt eine Chance gibst, dass wir uns treffen. Weißt du, das machen andere Leute gar nicht. Alter, wieso rennen die Leute so krass nach Hause? Ey, du Küken, Junge, du hast keine Chance bei der. Du, scheiß Küken! Gibt's
einfach auf, Junge. Wieso das denn, doch, hä? Ist das Scheiße? Junge, du bist lila, geh mal wieder deine Blaubeeren fressen. Ey, ich geh jetzt einfach ganz ehrlich nach Hause. Vielleicht kann ich ja dieses Mädchen klären, so Freunde. Die machen alle mir zu viele Faxen. Ich weiß, dass sie mich alle hassen, aber ich kann schon mittlerweile gut damit umgehen. Ich meine, nur weil ich ein Küken bin, ist das schon schade. Wir wollten ja jetzt was essen gehen, ne? Kommt ihr beide mit? Ich habe ziemlich viel Hunger und ihr auch? Es geht. Ja, okay, dann kommt mal mit. Ich habe hier echt ziemlich viel Hunger. Kommt doch mal mit. Freunde, wir gehen jetzt zu dem Restaurant da hinten. Einer aus unserer Klasse ist quasi der Chef dort. Ich werde uns dann ein bisschen was zu essen kaufen. Ey, Rick, komm mal her, Bro. Wie kann ich das Mädchen klären? Sag mal. Komm mal mit. Ich bin da, sag mir einfach. Okay, also. Ich gebe dir 100 Euro, okay? Ja. Flex ein bisschen damit, so. Kauf ihr alles, was sie will, weißt du? Ja. Dann hast du sie safe. Okay, Digga, danke, Mann. Das werde ich versuchen, Mann. Ich hoffe, ich schaffe das. Warte, ich hab was in mein Haus, was dir gefallen könnte. Komm mal mit, schnell. Was denn? Ich hab was richtig Geiles. Ja, Bro, was denn? Hier, du... Ich hab ein Auto, ein krankes Auto. Kannst du damit fahren? Aber ich kann nicht damit fahren. Aber das riecht gut, das Auto. Nein, Bro, du willst mich... Schau mal, der Typ will sich schon wieder klären. Du wolltest mich doch nur verarschen. Ganz ehrlich, hey, belästigst du sie oder was? Nein, wir machen nur ein bisschen wegen halt unseren beiden Schlangen. Sie hat eine Anaconda, habe ich erfahren. Ja, komm einfach mit, Tina, ja. Wir wollten doch zu zweit was machen. Wieso kommt der jetzt denn schon wieder mit? Ja, du bist doch weggegangen und hast nicht mal was gesagt. Das ja, ist, voll ja, ist so. Ja, du lässt einfach ein Mädchen so stehen. Ja, tut mir echt leid, kommt einfach mal mit, bitte, ja? Komm mit. Okay, also Tina, ich finde dich echt hübsch so. Und ich würde gerne mit dir auf ein Date gehen. Du hast ja Lust, ne? Ja, wieso nicht? Okay, cool. Dann kommen wir laufen jetzt mal hier nach links. Und dann schauen wir mal, dass wir eventuell was zusammen essen. Aber die ganzen Leute aus der Klasse, wenn die uns jetzt sehen, die werden uns bestimmt auslachen. Aber wie gesagt, hör einfach nicht auf die, okay? Du bist bei uns gut aufgehoben. Mir ist das eh egal, weil ich glaube, schwarze Leute verraten. Mit dem wunderschönen Mädchen. Junge, nur weil du nicht mit dem Mädchen gehen kannst, Alter, du Blödmann. Ich bin unglücklich. Geh mal zur Seite. Schatz, komm, ey. Du hast mir hier gar nichts zu sagen. Du hast erst recht nichts zu sagen. Schau mal, ey, wir kaufen uns mal ein paar Drinks. Nein, das ist dieser Ladenbesitzer. Küken! Ja, wir würden gerne was kaufen. Oder was? Hast du überhaupt Geld? Ja, wir haben 100 Euro. Komm, wir kaufen uns hier ein paar Sachen. Das ist ja nichts. Was möchtest du essen? Schau mal, wir haben hier ganz viele Sachen, wie zum Beispiel Schokolade, Getränke, Cornflakes und so weiter. Was möchtest du denn haben? Das geht alles auf mich, das ist ja ein Date. Ich nehme nur ein Wasser. Okay, kein Problem, wie du möchtest, dann komm mal mit. So, ich gehe mal an die Kasse. So, hier, einmal ein Wasser bitte. Das macht dann 180 Euro. Das kostet doch nur 1,50, hä? Hä? Du hast doch Geld, oder nicht? Ja, ey... Tina, kannst du ihm mal irgendwie sagen, er soll aufhören? Nur weil du der Ladenbesitzer bist, heißt es nicht, dass du Sachen gleich teurer machen darfst, wenn sie einen Standardpreis haben. Also lass ihn das jetzt bezahlen oder du wirst ein blaues Wunder erleben, dann wirst du noch lilaner als jetzt. Schau hier, ja, nimm das Geld. Komm, wir gehen, wir Jungs. Wir machen es billiger, 179. Komm, wir gehen einfach, Mann, wir brauchen sein Wasser nicht, ganz ehrlich. Ey, ja okay, besser so. Ey, Küken. Kommt die wieder, ja, in meinen Laden. Hast du dein Haus schon gesehen? Das wurde irgendwie besprüht. Mit Mülltonnen. Was? Oh Mann, ey, Tina, schau mal, ich komm mal mit, ich will unter vier Augen mit dir reden. Weißt du, diese ganzen Leute, die mobben mich den ganzen Tag, die lassen mich echt nicht in Ruhe und deswegen tut's mir echt leid. Und ich wollte dir nur sagen, dass ich dich mega hübsch finde und vielleicht möchten wir zusammen sein oder so, weil ich finde dich echt hübsch. Weiß noch nicht, ich weiß nicht, wirklich. Ja, aber ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass wir zusammenkommen. Ja, wir können es gerne versuchen. Wir können es ja näher kennenlernen währenddessen. Ja, das ist echt nett. Also, weißt du, ich finde, ich liebe dich halt auch. Und diese ganzen Leute, ich beschütze dich vor denen, okay? Okay. Komm, ey, wir gehen nach Hause. Tschüss, Tina, bis morgen in der Schule, ja? Junge, sie will dich nicht, du bist ein scheiß Küken. Ja, bla 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 bla. Komm, lass nach Hause rennen. Geh mal auf meinen Weg, ich überfahre dich sonst. Alter, schau mal, wie sind die denn so drauf? Freunde, ich bin jetzt zum Glück mit dem Mädchen zusammen, aber die Jungs sind trotzdem komisch. Wenn ihr mehr von den Roleplays sehen wollt, dann lasst doch sehr gerne ein Abo da. Wir sind ja kurz vor den 300.000. Schreibt mir auch gerne rein, wie die Geschichte weitergehen soll. Könnt sehr gerne jetzt auf Twitch vorbeischauen. Ich bin jeden Tag um 13 Uhr live und wir machen live mit euch Roleplays. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr bei Roleplays mitmachen wollt, dann kommt einfach im Stream. Ich erkläre es euch und dann wünsche ich euch allen
einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, bei meinen anderen Videos. Und schaut mal, was sie mit meinem Maus gemacht haben, Mann. Das gibt Konsequenzen, Leute.